Hallo, der Blind Spectator vor euch am Mikrofon und wir spielen weiter sein Rangkagura. Bon Appetit, immer noch bei Yomis Geschichte, immer noch führen wir die Strichliste, wie oft sie Bohnensprossen sagt oder Bohnen in Zusammenhang mit der ganzen Geschichte hier genannt werden. Wir sind bei Nummer 14, wie ihr seht. Ich habe Yomi umgezogen, diesmal kein so sexy Outfit, sondern ein Schreinmaiden-Outfit. Ich hoffe, euch gefällt es trotzdem. Wir werden es gleich sehen, da haben wir es. Ich hoffe, das hatten wir noch nicht. Aber ich glaube nicht. Langsam gehen mir die Möglichkeiten aus. Yomi. Ikaruga. Ich habe von dir und den Bohnensprossen gehört. Ich verstehe. Ich bin ein Außenstehender. Ich habe keinen Grund, zwischen euch beide zu kommen. Aber... ich habe dich nie glücklicher gesehen als mit ihnen. Ich weiß. Immer wenn ich dich mit den Sprossen gesehen habe, war ich immer neidisch. Ich hatte immer gehofft, dass eines Tages irgendwie irgendjemand dasselbe für mich tut, was sie für dich tun. Ist das so? Menschen kommen und gehen im Leben, ich verstehe das. Aber selbst dann, ich... bitte, bitte, sag nichts weiter. Es tut mir leid. Ich weiß, es tut dir weh. Es gibt keinen Grund, sich zu entschuldigen. Deine Worte haben mein Herz erreicht. Nun, vielleicht ist es das Beste, wenn wir weitermachen. Lass uns, zu dem kommen, weswegen wir hier sind, nicht wahr? Ja, lass uns unseren Kochkampf beginnen. For the sake of my sprout dishes, rekindle your sprouts. うまいわ。
い止められますわ。Eigentlich sollte ich ja auch schon wieder schlafen gehen, ne? Aber 3 Stunden muss ich aufstehen und arbeiten. Ich habe irgendwie 2 Stunden geschlafen oder so. Karuga ist schon auch eine nice. Ich spüre, dass da ein Weg voraus ist. Ein Weg zur Intimität zwischen mir und den Bohnensprossen. Ist das so? Gott sei Dank. Ich bin so froh, das zu hören. Warum meinst du, das ist mein Problem, nicht deins? Weil es so wunderschön ist. Danke dir vielmals. Es ist alles wegen dir. Du hast mir geholfen, so zu fühlen. Oh, warum weine ich auch? Ich wünsche den beiden, euch beiden, Glück. Nun, wenn du mich jetzt entschuldigen wirst. Ich kann es endlich sehen. Eine glorreiche Zukunft für mich und die Sprossen. Vergiss es einfach. Vergiss es. Lass einfach die Sprossen gehen. Das ist alles, was du tun musst. Katsuragi? Du benimmst dich wirklich mädchenhaft, Yomi. Sei nicht gebunden an alte Zutaten. Die Welt hat Tonnen von Zutaten. Selbst welche, die nicht Bohnensprossen sind. Das ist wahr. Da hast du auf jeden Fall recht. Aber zwischen all diesen Zutaten ist meine Verbindung mit Bohnensprossen. Das ist der Grund, warum ich sie nicht so einfach vergessen kann. Dann sorge ich dafür, dass du sie vergisst. Katsuragi. Die Ramen, die ich mache, haben keine Bohnensprossen. Aber es schmeckt verdammt gut. Das ist nicht möglich, ein Ramen ohne Bohnensprossen. Yomi, du musst es akzeptieren. Ramen ohne Bohnensprossen. Schmecke es. Und jetzt lass uns kämpfen. Oh. Sprouts. Oh. Das ist nice übersetzt. Also ich habe hier Vollbilder am Laufen, ne? Keine Ahnung. Die Hälfte war abgekattet.
Ich möchte an der Stelle auch mal kurz das Wort ergreifen. Die Senran Kagura-Charaktere, ja? Die sind ja, ich will jetzt nicht sagen flach, weil das sind sie definitiv nicht. Aber sie haben natürlich schon so eine gewisse Einschichtigkeit, ne? In gewisser Art und Weise stimmt das, was ich gerade sage, auch nicht, weil dann haben sie erstaunlicherweise doch schon ein paar mehr Schichten, ne? Also zum Teil sind nicht sonderlich tiefsinnig, die Charaktere durchdacht. Und dann sind sie doch manchmal erstaunlich tiefsinniger, als man denken sollte. Und das Konzept von Yomi, basiert auf Armut und Bohnensprossen, ist eins, das ich nicht so ganz verstehe. Weil letzten Endes jede dieser Senran Kagura Charaktere soll ja eigentlich so einen gewissen Fetisch erfüllen, ne? Das soll ehrlich sein, so ist es ja, ne? Zwischen jeder Charakter erfüllt so einen gewissen Fetisch, so eine gewisse Nische. So, den Typus Frauen, auf dem man steht, oder, ne? Und Yomi verstehe ich nicht so ganz, was das angeht. Ich meine, mir fällt schon ein gewisser Fetisch ein, der mit Bohnen zu tun hat. Aber dann ist die Tatsache, dass Yomi eine der beliebtesten Charaktere in Senran Kagura ist, zumindest würde das erklären, warum sie als Charakter in Reflections und Peach Ball dabei ist, ist dann durchaus, ich will jetzt nicht sagen besorgniserregend, aber interessant vielleicht. Ich verstehe es nicht so hundertprozentig, warum den so ist, weil ja, auch das ist ein Fetisch, allerdings ist es dann doch schon so nischig, dass ich das nicht auf der Top-Notch-Liste erwarten würde, ne? Katsuragi das doch schon eher, oder? Aber nun ja. Die Menschen müssen selbst wissen, was sie tun. Und vielleicht verstehe ich da ja auch was falsch. Kann sein. Ja, ich hab es verschissen. Katsuragi. Vielleicht hätte ich mich nicht über die Bohnensprossen lustig machen sollen. Ne? Nudeln allein sind nicht genug, nicht für einen Wettbewerb. Ich habe Bohnensprossen unterschätzt. Lache, Yomi. Leg los und lache über mich. Ich werde nicht lachen. Ich werde dich nicht auslachen, Katsuragi. Yomi. Dank dir habe ich endlich verstanden. Bohnensprossen und ich haben immer noch Möglichkeiten vor uns. Was hast du gesagt? Damit kann ich wieder zusammen mit den Bohnensprossen leben. Ich verstehe. Es sieht so aus, als würde alles wieder gut werden. Katsuragi, ich kann dir nicht genug dafür danken. Danke. Ich sehe ihn vor mir, einen Weg, mich wieder mit Boden zu vereinen. Führe sofort die Vision aus, die ich im Kampf gegen Katsuragi hatte. Ich entscheide mich zuerst, Rahmen zu machen. Ich nutze unterschiedliche Zutaten als die Suppengrundlage. Und kreiere langsam eine goldene Suppe. Und als die Suppe fertig ist, setze ich nicht die Nudeln rein. Du hast mich verstanden. Statt Nudeln werfe ich Bohnensprossen hinein. Das ist die neue Möglichkeit. Bohnensprossenrahmen ohne die Nudeln. Ich nehme die nudellosen Bohnensprossenrahmen vor mich. Ich kann einen gewissen Widerstand spüren. Ich nehme einen kleinen Schluck der Suppe und als ich die Sprossen koste, köstlich. Die heiße, passionierte Liebe für Bohnensprossenblüten in mir. Die crunchy, also knusprige Konsistenz, die wasserliche Textur. Ich kann die Liebe für
alles, was sie betrifft, spüren. Es gibt ein Problem, aber die Gefühle der Bohnensprossen. Ich will neu mit ihnen starten, aber das heißt nicht, dass sie mich zurück wollen. Selbst wenn das passiert, werde ich aber nicht sauer sein. Ich bin diejenige, die sie verlassen hat. Ich war die Selbstsüchtige. Können wir nochmal von vorne anfangen? Plötzlich kann ich ihre Antwort hören. Was? Du willst mir vergeben? Einen Menschen wie mir? Tränen fließen aus meinen Augen. Aber ich habe keine Zeit, mit Jammern zu verbringen. Um für die verlorene Zeit wieder gut zu machen, muss ich mehr und mehr Bohnensprossen essen. Aber das ist in Ordnung, das ist wunderbar. Weil die Sprossen und ich haben allen Ärger hinter uns gelassen. Bohnensprossen sind unschlagbar. Lang leben Bohnensprossen. Tja, und? Was ist nun der glorreiche Endstand, den wir hier erreicht haben? Wie oft wurde Bohnensprossen oder Bohnen im Zusammenhang mit Yomis Story erwähnt? Nun, schauen wir uns die Sache mal an. Ich zähle 10, 20, 30, 40, 41 Mal wurden Bohnensprossen oder Bohnen oder Bohnendingens erwähnt. Das ist ordentlich. Yomi mag ihre Bohnen. Ich denke, das ist damit klar geworden. Und wir alle sollten diese Lektion in unserem Kopf behalten und verinnerlichen. Der Blind Spectator war für euch am Mikrofon. Das war eine Folge Senran Kagura. Bon Appetit. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Haut rein!